Eine Verfolgungsjagd im Süden Hamburgs ist am Samstagabend in einem Unfall geendet. Nach Angaben der Polizei wollte ein ziviles Zollteam ein Mietfahrzeug während einer Kontrolle auf einem Parkplatz unter der A7 bei Heimfeld kontrollieren. Der Fahrer des Wagens, ein 15-jähriger Deutscher, beschleunigte und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mit ihm im Auto saßen zwei weitere minderjährige Insassen. Im Verlauf der Verfolgung kollidierte der 15-Jährige auf der Hannoverschen Straße zunächst mit einem 49-jährigen Radfahrer, ehe er wenig später die Kontrolle über das Auto verlor und frontal in ein Taxi fuhr. Der Radfahrer sowie der ebenfalls 49-jährige Fahrer des Taxis kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 15-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die minderjährigen Insassen des Fahrzeuges wurden vorläufig festgenommen.